herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Miners. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter, meine Lieben. Mit wir meine ich natürlich erstmal den Excel. Servus. So, der ist da hinten schon mit dem Tieflader unterwegs und auf dem Weg zu uns, denn wir haben ein paar kleine Transporte noch zur Mine. Danke natürlich erstmal an euch für das tolle Feedback, für die tolle Resonanz auf die erste Folge. Das war wirklich super. Euch scheint auch diese kleine Editing-Geschichte zu gefallen. Wird mir gerne so beibehalten. Dafür kann natürlich nicht täglich ein Video kommen, weil es vom Aufwand natürlich bedeutend höher ist. Aber wenn es euch gefällt, dann lohnt es sich natürlich umso mehr. Und von daher lasst doch gerne wieder das Däumchen da, falls euch das Video gefällt. Und kommentiert es natürlich auch gerne. Wir haben eine neue Lieferung bekommen, die wir jetzt erstmal abarbeiten müssen. Und zwar ein Universaltank. Den würden wir gerne für Diesel nutzen. Der soll erstmal zur Mine transportiert werden. Den können wir dort fest hinstellen. Und können eben diese zwischenlagern, dass wir nicht immer ganz so viel fahren müssen, sondern erstmal uns eine kleine Ration anschaffen können, die wir dann später für die Produktion benutzen können. Gölle? So können wir das machen, auf jeden Fall. Das ist sehr gut erklärt. Ach, traumhaft. Aber weißt du, was ich noch richtig stellen muss? Steht hinter dir. Den Fauxpas. Den kleinen Fauxpas. Ja. Den kleinen Fauxpas mit dem Mercedes, mit dem wunderschönen. Ja. Ich habe echt gedacht, das ist ein älteres Modell, hätte man sich vorher mal erkundigen können. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich glaube, die meisten wissen auch, dass das bei mir ja doch hin und wieder mal vorkommt und einfach dazu gehört. Aber der ist noch gar nicht so alt. Der wird nämlich aktuell sogar gebaut und erzähl ich jetzt schon wieder Mist? Nee, ne? Ich glaube sogar, ich bin mir da leider auch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, aktuell ist er nicht mehr so sehr gefragt. Aber da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster Aber er ist auf jeden Fall nicht alt. Das nee. Kann man schon mal sagen. Ne? Er ist kein Oldtimer. Ne? Aber einen schönen Oldtimer haben wir noch für euch, den werden wir euch nämlich zeigen. Betreffend des Modpackes für das Projekt, habt ihr auch ganz viel gefragt. Lasst euch da mal überraschen, wird bestimmt auch noch was kommen. Ne? Mehr kann man dazu erstmal noch nicht sagen. Gut, aber wie gesagt, das war keine böse Absicht mit dem guten Glanzstück hier. Ich glaube, der wird uns noch viele glückliche Stunden machen. Ja, aber beim Händler ist natürlich noch eine kleine Lieferung eingetroffen und die sehen wir hier. Wir haben hier immer noch unseren IFA W50, der in die Mine gefahren werden muss, unser kleiner Transportmuli. Dann haben wir hier noch einen Bagger bekommen, meine Lieben, und zwar einen Atlas. Den brauchen wir zum Verladen des Fasses da draußen. Wir haben noch einen Fendt 515C, Turboshift. Mit einem Wasserfass hinten dran. Ja, da haben wir uns für ein bisschen älteres Modell entschieden. Erstmal klein anfangen ist die Devise. Wir brauchen eine Menge Wasser für die Goldproduktion. Da werden wir nicht ohnehin drum rumkommen, da wirklich viel ranzukommen. Deswegen haben wir uns hier dieses dreiachsige, etwas ältere Fass gegönnt. Und ja, wollen wir schauen, wie sich das gute Stück macht. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Oldtimer mit reingenommen. Und zwar den, ja, sag du mal, Excel, du hast den, war deine Vorliebe. Das ist ein 82er Russe. 82er Russe, genau. Genau. Auf dem habe ich damals noch das Fahren mitgelernt. Und ja, macht so Spaß. Aus. Und jetzt hören wir mal kurz rein hier. Pass mal auf. Genau. Da hört man noch richtig. Wartet. Da hört man noch hier richtig die Kolben. Klick, am besten klick, hörst du es, wenn du einfach mal kurz eine Runde drehst damit. Meinst du? Klar. Meinst du, ich sollte einfach mal eine Runde fahren? Schönes Ding, muss man echt sagen. Ah, es macht Laune, ne? Auf jeden Fall, definitiv. Gut, den werden wir auf jeden Fall auch noch einsetzen. Der kann uns ein bisschen in der Mine unterstützen, beziehungsweise für kleinere Transportfahrten. So. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an, verladen unser Dieselfass. Und transportieren die ganzen Sachen runter zur Mine und fangen dann auf jeden Fall das Arbeiten dort an. Denn ganz wichtig, Excel, wir brauchen Kohle. Wir sind blank. Wir haben nur noch 28.000. Ja, ich weiß nicht. Das Gold, was ich letztens so in der Hose hatte, die so ein bisschen schwer hing, das ist ja auch schon wieder weg. Alles schon wieder weg. Ganz toll gemacht. Ich hoffe, du hast gut investiert. Naja, ein paar Geräte stehen ja hier. Hast ja ein bisschen was für die Firma gemacht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hau mal rein und legen los, oder? Ja, mit Sicherheit. Willst du laden? Ja, aber. Ja, aber hallo. Ja.
meine Freunde, wir haben jetzt alle Geräte erstmal hier in unsere Mine geschafft. Das heißt, jetzt heißt es erstmal den Dieseltank abladen und an Ort und Stelle positionieren. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns die Sachen und machen uns ab in die Mine, oder? Ja, in der Zeit wird's. Wir wollen ja endlich mal ein bisschen Gold schürfen. Auf jeden Fall. Sind langsam leer. Genau, wir haben uns nämlich echt überlegt, dass die Goldproduktion die erste Produktion ist, die wir jetzt anschalten werden und die wir benutzen werden. Und ja, deswegen ratzifatzi einmal den Tank vom Tieflader. Wo braucht man am besten Diesel, Axel? Wo wäre es am... Warte mal ganz kurz. Aber sag mal, haben wir hinten nicht eine Tankstelle? Guck mal. Guck da. Ich glaube, hier können wir Diesel rein, Diesel raus. Hier können wir Diesel rein, aber der Tank ist trotzdem nicht für umsonst, weil wenn wir sowieso mit den Maschinen unten in der Mine sind, wäre es ja sinnvoll, den dann nach unten zu transportieren. Genau, das könnte man machen auf jeden Fall, ja. Dass wir da unten noch einen kleinen Puffer haben. Okay, genau, das muss aber ich hin und her. Genau, nichtsdestotrotz geht's los. Wir verpieseln uns jetzt in die Mine. Wo steht denn unser Dings, unser Frontlader? Der steht hier draußen noch. Wo? Ja, vorne. Zum Beladen? Ach hier, genau, alles klar. Perfekt, dann düse ich mit dem einmal runter und kommst du mit dem LKW hinterher? Ja, kann ich machen. So, dann düsen wir einmal hier mit dem Glas runter. Und ja, werden uns ein bisschen Erde besorgen, aber nicht nur Erde, wir brauchen natürlich auch Wasser. Das heißt, der Wassertank muss auch gefüllt werden. Beziehungsweise haben wir den Wassertank sogar schon gefüllt auf der Herfahrt. Und ja, wir werden das Wasser dann erstmal in die Goldproduktion reinschmeißen. Wir brauchen auf jeden Fall zum Goldschürfen eine Menge eine Menge Wasser zum Ausspülen des Materials, dass wir quasi das Gold dort rausfiltern können. Rausfiltrieren können. Klingt das technisch? Das klingt sehr technisch. Ich weiß nicht, wie man es sonst nennt. Ach, Goldschürfen. Wir nennen es einfach Goldschürfen. So. Okay. Hier hinten ist die Erde, da unten haben wir Kohle in der Mine, also ihr seht schon, die Mine ist relativ groß. Was haben wir da hinten? Huch. Da haben wir Erde, ganz hinten. Nee, hinter dir, das weiß er. Ach, hinter mir, das ist Stein, also Bruchstein quasi. Ach so, ja. Wo wollen wir anfangen mit Schürfen? Ja, wir können hier vorne anfangen, das wäre, würde ich sagen, am ehesten ratsam. Da können wir uns hinten durchkämpfen. Umso kürzer ist der Weg auch. Genau. Genau. Dann schnappen wir uns einmal den Kollegen. Oh, schau mal, der ist ganz schön hoch. Wo ist denn der andere LKW? Der steht noch oben. So, ihr seht es vielleicht schon. Wir haben eine Festung. Mal bitte quer ran. Ja, warte. Ihr seht schon, wir haben eine etwas vergrößerte Schaufel. Das heißt, unsere fast 3000 Liter, meine lieben Freunde. Oh, oh. Ja. Das geht gerade so, wa? Wird auf jeden Fall interessant. So. Mit Ach und Krach. Ja, ich sollte dann vielleicht doch oben lieber tauschen. Ja, auf jeden Fall. Dass wir die Bruchwand noch kaputt machen. Ich weiß nicht, wie viel hier überhaupt reingeht. Ja, eine Schaufel passt bestimmt noch rein. Ach, so wenig? Oha. Warte mal kurz. So. Ja, ich bin voll. Echt, jetzt 6000 Liter? Ja. Oh, perfekt. Krass. Wow. Dann, warte ganz kurz, dann komme ich einmal, oder fahr du schon mal los. Ich komme einmal hochgeswitcht und schnapp mir unseren wunderschönen Fendt und werde ja schon mal die 17.000 Liter nach hinten bringen in die Produktion. Ah, das ist ein Anhänger, der ist mehr wie Trigi. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Deswegen fahren wir am besten einfach nur vorwärts, nicht nur rückwärts. So. Gut, dann wechseln wir den LKW direkt noch. Ach so, der steht hinten. Ich hatte jetzt Wasser. Ach so, wir können da übrigens auch Wasser einleiten. Ich glaube, da gehen sämtliche Flüssigkeiten rein, ne? In den wir mit hochgenommen haben. Ja, da geht alles rein. Perfekt. Gut, hier hinten haben wir die Goldproduktion. Haben wir schon irgendwas drin? Nee. Glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher. Nee. Auf jeden Fall muss erstmal Wasser rein. Doch, wir haben ein bisschen Erde drin, glaube ich. Ach ja, Erde, 4600 ja, Liter mal drin. So. Müssen wir mit den Kameras einmal los.
So, und dann würde ich sagen, machen wir uns mal in die Mine und holen da mal ein paar Schaufeln Erde und werden ja mal ein bisschen was beladen, denn wir werden auf jeden Fall reichlich brauchen. Von daher würde ich sagen, hauen wir mal gleich in den zweiten Gang rein. Best friend, didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Meine lieben Freunde, da fahren wir die dritte Ladung jetzt nach oben. Das heißt, ja, wir haben ja, ihr seht ja, wir sind zusammengefahren. Habt ihr vielleicht im Zeitraffer ein bisschen erkannt. Ja, schreibt auch gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt. Das ist immer wieder ein bisschen so zusammengefasst, um das Ganze natürlich auch ein bisschen zu beschleunigen. Wir haben jetzt insgesamt schon 41.000 Liter drin. So, jetzt kippen wir nochmal 10.500 rein. Excel kommt auch nochmal. Und die Produktion sollte aber jetzt schon laufen, denn Wasser ist ja drin. Da schauen wir mal, wie viel Wasser wir schon verbraucht haben insgesamt. Oh, hier steht schon die erste Goldkiste. Excel, wir haben das erste Gold. 49. 49, 50 Liter Gold haben wir schon. Oh, herrlich. Glaub's nicht, ey. 50 Liter Gold. Was für ein gutes Gefühl. Könnt noch glatt leichtes Grinsen über die Lippen. Ja, so 50 Liter Gold ist schon was in die eigene Tasche, auf jeden Fall. Ja, das schmeckt. Ja. Okidoki. Dann schauen wir mal, dass wir hier nochmal Wasser geholt bekommen. Müssen wir natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der nächste Wasserträger ist. Ist es eingezeichnet? Ne, eingezeichnet ist es nicht, oder? Nee, du musst nach den großen Behältnissen Ausschau halten. Da steht eins direkt bei der Firma hier. Könnte das sein, dass das, ja. Nee, das ist mit der Förderanlage vor. Ach so, hier vorne, ja, das könnte sein. Ja, ich glaube, da könnten wir wohl Wasser laden, so wie es aussieht. Ja, das könnte gut hinkommen.
Perfekt, funktioniert. Kostet uns nicht mal was. Was willst du mehr? Besser können wir es doch nicht haben. Aber das kostet ja auch nichts, weil das sind ja Regenauffangbehälter, glaube ich. War das nicht so? Regenauffangbehälter? Nein, ich dachte, ich will jetzt nichts Falsches erklären, nicht, dass es die Kommentare sprengt. Aber ich kenne mich, also auf jeden Fall sind es Wassersammelbehälter. Wassersammelbehälter? Ja, das. Okay. Ja, das sind es auf jeden Fall. Aber es kann schon sein, dass was mit dem Regen zu tun hat, auf jeden Fall. Ey, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, Leute, wenn ihr es wisst. Schreibt es gerne rein, wenn ihr es wisst. So, hier geht auf jeden Fall eine Menge rein, das ist schon mal ganz gut. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir noch brauchen. Mod-Empfehlungen natürlich immer gerne in die Videobeschreibung, da würden wir uns definitiv freuen. Und schreibt auch gerne rein, was für eine Produktion wir als nächstes in Betrieb nehmen sollen. Das wäre auch noch interessant. Das wäre auf jeden Fall auch noch interessant. Aber ich muss mal schauen. Was meinst du, Axel? Naja, haben wir schon einen Plan? So einen halben? Ja. Ja, so einen hälftigen Plan. Also die Produktionsstätte, die wir jetzt hier haben, wo wir jetzt hinten mit dem Gold angefangen haben, ja. Die ist ja jetzt weiterläufig nach hier vorn, wo dann im Endeffekt dann auch Sand rauskommt und Gravel rauskommt. Da müssen wir schauen, wo wir das dann als nächstes mit einverarbeiten können. Ja. Und so können wir nämlich die ganzen Produktionen nach und nach alle miteinander verknüpfen. Ja, genau. Eine nach der anderen befüllen und aufbauen. Das wäre auf jeden Fall am sinnvollsten, will ich mal so sagen. Gut. Dann schauen wir mal, wie das Ganze hier wird. Okay, was haben wir denn als nächstes hier für eine Produktion? Was haben wir da hinten für eine Produktion, die jetzt hier gerade aussteht? Wir hatten uns ja alles schon mal angeschaut, so ein bisschen. Hier haben wir... Da muss ich mal genau angucken. So, okay, der kann das mal überladen, ganz entspannt. Hier brauchen wir auf jeden Fall auch wieder Wasser. Das ist mal Fakt. So. Und Tut Fernand war hier. Kannst du noch erinnern? Von Chica Chinchu. Ja. Wollen eine Tut Fernand kaufen? Ja, a little bit. Eine Tut Fernand? Ah, heute gut, ich habe einen guten Preis heute. Heute Tut Fernand einen guten Preis. Noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Gravel und ein bisschen Sand. Kriegst du einen guten Tut Fernand. Guten Preis, warte, guten Preis. So, sehr schön. Wasser, Gravel und Sand. Ja, Sand werden wir jetzt aber auch nicht einfach so bekommen. Ja, Sand haben wir hier vorne. Das Sand ist ein Nebenprodukt. Ja, ist richtig. Wir müssen dann hier, das geht dann von hier aus. Nee. Doch, von den Steinen. Steine abbauen. Tailings, die Steine abbauen. Stone hier reinschmeißen, genau. Genau. Und dann läuft das nämlich dort drüben durch, ja. Stone. Genau, dann haben wir hier Tailings, die wir rausbekommen. So, und dann wird das ja hier durch den Rüttler, wird das ja rausgesiebt hier, dann kommt das hier auf das Förderband. Genau, dann haben wir hier die Feinsteinchen in dem Sinne. Genau, und hier oben wird das dann nochmal voneinander getrennt. Ah, hier wird es nochmal getrennt und dann bekommen wir tatsächlich Sand und Gravel. Also das nächste ist Steine. Steine müssen raus aus der Mine. Okay, perfekt. Ja, meine lieben Freunde, dann bedanken wir uns erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder hier bei LS19 Miners. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss.